Hallo! Diese Woche hat Herr Bolliger im Wissenshappen ein bisschen etwas über die Fledermäuse bei uns im Kulturama erzählt. Und ich möchte mit euch jetzt so eine Fledermausmaske basteln. Für unsere Maske brauchen wir Papier, schwarzes Papier, braunes Papier oder auch einfach das Papier, das ihr habt, einen weißen Stift, eine Schere und, wenn ihr habt, ein Trinkröhrli oder ein Holzstäbchen, damit wir unsere Maske dann auch vors Gesicht halten können und natürlich Klebestreifen. Wenn ihr alles parat habt, legen wir los. Zuerst falten wir das Papier in der Hälfte und zeichnen jetzt eine Fledermaus. Und zwar nur eine halbe. Wir zeichnen ein Ohr, einen Kopf, jetzt den Fledermausarm mit einem Knick, einem zweiten Knick und die Unterseite, das ist ein Bogen, ein etwas größerer Bogen und ein ganz großer Bogen. Jetzt fehlt uns noch das Augenloch. Da können wir unseren kleinen Finger etwa hier hinlegen und hier ein Auge zeichnen. Gut. Jetzt müssen wir die Fledermaus noch ausschneiden. Und schon ist der Umriss unserer Fledermaus fertig. Jetzt müssen wir noch die Augen ausschneiden. Das ist ein bisschen knifflig. Vielleicht fragt ihr da einen Erwachsenen um Hilfe. Wenn euer Papier so dick ist wie meines. Jetzt braucht die Maske nur noch eine Halterung. Dafür könnt ihr euren Trinkröhrli oder euer Holzstäbchen nehmen und das ganz einfach mit einem Klebestreifen anbinden. Wer möchte, kann seine Fledermaus natürlich noch verzieren, zum Beispiel die mit Wattestäbchen die Knochen darauf machen. Dazu schaut ihr euch am besten einfach das Video von letzter Woche an, wie das geht. Das war's für heute. Wir werden weiterhin aus dem Kulturama für euch berichten. Das Kulturama ist gemeinnützig. Wir danken im Voraus herzlich für jede Spende. Wenn auch du uns unterstützen möchtest, geh bitte auf die Internetseite www.kulturama.ch/unterstützung. Der direkte Link befindet sich auf YouTube, auch in der Beschreibung. Wir danken fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.